Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den YBPN-Adventskalender, den ich bei parfumerie.de bestellt habe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 49,99 € und ist bei diversen Parfümerien verfügbar, weil YBPN heißt Your Beauty Professional Network und da gehören verschiedene Parfümerien hinzu. Ich habe nur eine kleine Befürchtung und zwar habe ich letztens erst einen Adventskalender ausgepackt von der Schuback Parfümerie und ich glaube, es ist der exakt gleiche Inhalt. Mal gucken. Ich bin trotzdem gespannt drauf und würde sagen, wir gucken uns diesen Kläppchen-Adventskalender erstmal von außen an. Gefällt mir ganz gut. Schön mit dem Tannenbaum. Eine tolle Geschichte. Und jo, reingucken. Ja, ich glaube schon. Denn es fängt schon genauso an. L'Occitane Handcreme. Hier müssten 10 ml drin sein. Das ist eine Mandelhandcreme. Und ja, eine Handcreme pro Adventskalender, habe ich auch beim anderen gesagt, ist vollkommen in Ordnung. Die Spannung ist für mich, glaube ich, gerade weg. Aber wir gucken einfach mal weiter. Ein schöner roter Nagellack von der Marke OPI befindet sich in der Nummer 2 mit 15 ml und das ist die Farbe Big Apple Red, die ich richtig schön finde. Ojemine, 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 warum gucke ich mir nie vorher an, welcher Inhalt drin ist? Warum lasse ich mich immer nur von der Optik tauschen und enttäuschen und denke mir, oh, das ist bestimmt ein anderer. Was jetzt nicht so schlimm ist, um ehrlich zu sein, weil ich ja auch Adventskalender packe, die ich ja weitergebe, ne? Aber okay, in der Nummer 3 haben wir eine Bodylotion von Accentra. 20 ml sind drin enthalten. Die Duftrichtung ist Warm Vanilla. Ich guck mal, ob ich da irgendwie einen Preis für finde. Ich weiß nämlich nicht, ob diese Produkte auch auf den jeweiligen Parfümerie-Homepages so verkauft werden. Ich suche mir dazu mal einen Preis raus. Ja, ja, in der Nummer 4 haben wir Barbour-Ampullen drin, die ziemlich cool sind. Das sind 3 Ampullen, Refine Cellular, Glow Booster, B-Face-Ampullen, die man halt schütteln muss, weil die aus 2 verschiedenen Phasen bestehen, von Dr. Barbour übrigens wohl bemerkt. Und ja, Ampullen sind toll. Ich verwende auch in letzter Zeit sehr, sehr gerne Ampullen, fast sogar lieber als Tuchmasken, ne? Ja. Es ist der gleiche Inhalt, Leute, glaube ich, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch glaubt, dass es der gleiche ist. Es geht ziemlich cool weiter mit Lancôme, das Advanced Genifique Youth Activating Concentrate mit 5 ml, was gut ist. Das ist so ein Gesichtsserum, was halt die Jugendlichkeit aktivieren soll. Da sind dann irgendwelche Inhaltsstoffe, die halt faltenmindernd sein soll, regenerieren und hast du nicht gesehen. Ist ganz cool und auch zum Ausprobieren finde ich 5 ml in Ordnung. Zu Nikolaus erwartet uns ein Parfum von Trussardi, ein Eau de Parfum Natural Spray, 10 ml. Und hier ist positiv anzumerken, dass wir tatsächlich hier auch einen Sprayer drin haben und dass hier 10 ml drin enthalten sind. Denn so kann man es halt auch wirklich langfristig testen und ausprobieren. Widerspricht natürlich meiner Theorie mit den Gesichtscremes, aber bei Parfums, gut, da kann man die Probleme, so wie ich, haben mit Kopfschmerzen, aber bei Parfums ist es halt so, dass die Verträglichkeit doch eher gegeben ist als bei Gesichtspflege zum Beispiel, ne? Denn ich mit sensibler Haut vertrage nicht alles an Gesichtspflege und ja, ich finde es klasse. Hier haben wir auf jeden Fall ein Glastiegel, Glasflakon und einen Sprayer mit dabei. Schöne Nummer 6. Welche Überraschung erwartet uns in der Nummer 7? Es ist von Roberto Cavalli ein Produkt für den Körper. Paradise Found Perfume Body Lotion mit 75 ml. Ja, so eine parfümierte Körperlotion ist auch gerade so zur kälteren Jahreszeit ganz schön. Da duftet man ja auch, glaube ich, ein bisschen anders als im Sommer. Da hat man ja eher diese leichte Geschichte. Und im Winter hat man dann ja eher so diese etwas schwereren Sachen, etwas intensivere Düfte. Da ist dann so eine parfümierte Bodylotion auch eine ganz gute Sache. Ja. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und auch hier haben wir ein Produkt von Accentra drin mit 20 ml. Auch wieder in der Duftrichtung Warm Vanilla. Und zwar ist es ein Duschgel. Kann man dann passend zu der jeweiligen Bodylotion, die man ja auch in dem Adventskalender schon drin hatte, verwenden, um da einfach nochmal diesen warmen Vanilleduft zu verstärken. Über die Doppelung für mich persönlich in der Nummer 9 werde ich mich sicherlich doppelt freuen, weil es ist Rituals of Sakura, eine Foaming Body hier Duschgeschichte, wie heißt das? Foaming Shower Gel mit Rice Milk and Cherry Blossom, 50 ml, ist eine schöne Geschichte, ne? Ich mag gerne diese Rituals Düfte und dass wir hier den Ritual of Sakura Duft mit drin haben, ist natürlich für mich hammermäßig.
In der Nummer 10 haben wir von der Eigenmarke YBPN ein Lippenöl drin enthalten und ja, ein Shiny Lip Oil, hat hier keine Farbbezeichnung drauf. Für mich war das oder ist es nach wie vor sehr interessant zu erfahren, dass YBPN auch tatsächlich eine eigene Kosmetiklinie hat und das ist einfach wie so ein Lipgloss, aber halt als Lippenöl, ist eine schöne Lippenpflege, kann man auch zum Winter hin sehr gut verwenden und Öl ist nochmal eine Extrapflege. Und täglich grüßt mich persönlich das Murmeltier in der Nummer 11, denn hier haben wir von Lancôme ebenfalls ein Produkt drin, die Renergy Multilift Ultra mit 5 ml. Das ist eine Creme tatsächlich und die kann man dann auch zum Beispiel in Kombination mit dem Serum verwenden. Zur Halbzeit erwarten wir ein schönes Produkt von Versace. Und zwar ist es ein Mini-Flakon von dem Bright Crystal Parfüm mit 5 ml. Das ist ein Eau de Toilette. Und cool bei diesen Mini-Flakons finde ich halt die Optik, ne? Dass man das halt so hinstellen kann. Leute, die das sammeln, freuen sich da hart drüber. Ich sammle das, um das in meinen 20.000 Abonnenten Verlosungs-Adventskalender mit reinzupacken. Da sind auch noch andere Sachen mit drin, nicht nur der Parfüm-Adventskalender. Und es ist einfach wunderschön. Also ich mag das gerne leiden, dass es halt auch genauso aussieht, ne? Und ich weiß, dass super viele sich auch über den Adventskalender freuen werden, wenn ich den zur Verlosung freigeben werde, weil ich bei Instagram, da heiße ich AEDUALP, Claudia Rückwärts und ein P dahinter übrigens, fast täglich angeschrieben werde von jemandem, der mich fragt, ob ich den Adventskalender auch so verkaufen würde. Nee, der wird tatsächlich verlost. Das ist jedes Jahr für mich persönlich das Highlight, dass ich da zu Weihnachten hin bzw. im Oktober oder im November halt so eine geile Verlosung anbieten kann. In der Nummer 13 befindet sich ein Body Scrub, auch von Accentra, auch mit 20 ml, auch in der Duftrichtung Warm Vanilla. Reicht für eine Anwendung, vielleicht, wenn es hochkommt, sogar zwei Anwendungen, ne? Die 14 erfreut mich daher umso mehr, denn da haben wir eine weitere Ritual of Sakura-Geschichte drin. Ganze 70 ml von der Magic Touch Body Cream. Ja, mega, 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 mega. Ganz, ganz tolles Hautgefühl. Die ist auch sehr reichhaltig und gerade zum Winter hin kann ich das sehr gut gebrauchen. In der 15 haben wir eine Pinzette von Erbe drin und die habe ich mir auch tatsächlich eben aus dem anderen Adventskalender zur Seite gelegt und werde sie gleich auch in meinen Schminktisch legen bzw. in meinen Spiegelschrank packen. Das ist eine Pinzette, ne? Da haben wir Rentiere drauf und Sternchen und so und das finde ich total super und da freue ich mich drüber und ne? Geil. In der Nummer 16 haben wir ein Jill Sander Sun Produkt. Das ist eine Perfumed Shower Gel-Geschichte, genau, mit 30 ml, also quasi ein parfümiertes Duschgel, was nach dem Jill Sander Sun riecht, was ich toll vom Duft her finde. Sehr, sehr cremig und für mich persönlich ein sehr wohliger Duft, da das der Parfumduft von meiner Mama war, als meine Eltern halt noch zusammen waren, was über 10 Jahre her ist, ne? Aber trotzdem, das war halt so immer ihr Duft. Die hatte kein anderes Parfum, die hatte, glaube ich, nur dieses Parfum. Und wir dürfen uns erneut in der Nummer 17 eincremen mit Job Le Bain Velvet Body Lotion 50 ml. Auf jeden Fall kommen wir sehr gut und gepflegt, was unseren Körper angeht, Richtung Weihnachten. Die Nummer 18 ist der Anfang der Weihnachtswoche und enthält eine Nagelfeile von Erbe, die 7,5 cm lang ist und auch wieder das gleiche Design wie die Pinzette enthält, also quasi diese Rentiere und Sternchen. Ne, ist hübsch. Die Nummer 19 überrascht uns mit einem Dreier-Set von Laboratories Filorga. Da sind drei Produkte drin. Einmal die Optim Ice mit 4 ml, dann Time Filler mit 7 ml und die Meso Mask auch mit 7 ml. Da kann man für eine Woche auf jeden Fall mal so ein schönes Treatment machen und die Marke ausprobieren. Ein Lip Balm in der Nummer 20 finde ich definitiv besser als jeder Scrunchie, der da einzeln rumfliegen könnte. Von daher ist dieses Füllprodukt von Accentra in Ordnung. 3 Gramm sind hier enthalten und auch hier haben wir den Duft Warm Vanilla drin. Und ich mag auch diese Form, also dass wir dieses Herzchen haben. Ich persönlich verwende zwar keine Pöttchenlippenbalsame, weil ich das halt nicht so schön finde, wenn ich halt mit dem Finger in so ein Pöttchen reingehe, um es dann zu verwenden. Das Einzige, wo ich das verwenden würde, wäre, dass ich mir das quasi einfach in meinen Spiegelschrank im Badezimmer reinpacke und dann so nach dem Duschen verwende. Wenn ich sowieso sauber bin und dann mache ich mir das auf die Lippen drauf. Ne? Da verwende ich nämlich auch immer noch einen Lippenpflegestift und ja, da kann ich mir das vorstellen, aber nicht in der Handtasche.
Nochmal duschen dürfen wir am 21. Dezember mit dem Ahava Dead Sea Water Mineral Shower Gel. Sea Kissed, 40 ml sind hier drin enthalten. Ein schönes Produkt, habe ich auch schon mal verwendet, war in der Juvenilis Box, glaube ich, mal mit drin. Und ich meine auch, dass wir die Marke ab und an in der Vegan Beauty Basket finden. Und das ist ein schönes Produkt, was halt so unisex ist vom Duft her, sehr aquatisch und sehr pflegend und mag ich. In der Nummer 22 befindet sich ein Produkt von Art Deco, was sowohl Mascara als auch Eyeliner ist. Und zwar nennt sich das Crystal Mascara and Liner. Hat hier wirklich so Sparkles, also Silber, Glitzer mit drin, also zu dem Schwarz, was wir hier so sehen, ne? Und 5 ml haben wir hier drin enthalten. Das ist halt für mich persönlich nicht als Mascara brauchbar, wenn dann nur als Eyeliner. Und da bin ich auch sehr wählerisch, da mag ich halt auch nicht so Dip-Eyeliner. Deswegen wird das auf jeden Fall nicht bei mir bleiben, aber ein schönes Produkt für Richtung Weihnachten. Am Tag vor Heiligabend dürfen wir uns nochmal die Hände waschen. Und zwar haben wir hier so eine Sternchenseife, die optisch ganz schön ist. Das ist so eine Schafmilchseife, nennt sich das, 18 Gramm, auch von Accentra. Also definitiv eine schöne Geschichte, werde ich dann auch bei uns einfach ins Badezimmer Richtung Weihnachten legen. Denn da habe ich halt auch Stückseife liegen, ne? Dass man sich einfach damit die Hände wäscht, ist ein bisschen unpraktisch, muss ich wirklich gestehen. Hatte ich letztes Jahr nämlich auch. Aber es ist hübsch, ich mag das gerne leiden. In der 24 erwartet uns ein Klopperprodukt von Biolyn. Und zwar ist es ein Eigel, also ein Augengel mit 15 Millilitern. Und ja, das ist halt einfach mal ein krass geiles, teures Augenprodukt, ne? In der 24 kann man sich nicht beschweren, ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich glaube auch, dass Biolyn eine relativ hochwertige, hochpreisige und gute Marke ist, so von den Inhaltsstoffen her, ne? Und deswegen finde ich das ganz nett, finde ich ganz ansprechend. Eine schöne 24. Ja, ob man sich jetzt dieses Design holt oder das von der Schubak Parfümerie zum Beispiel, ist ja Jacob Joset, ist der gleiche Wert, ist der gleiche Inhalt. Da ist kein Unterschied drin zu finden. Leider. Ich hätte es gerne gehabt, dass ich vielleicht dann doch falsch gelegen hätte und mein Bauchgefühl mich getäuscht hätte. Hat es leider nicht. Trotzdem muss ich sagen, dass für 49,99 der Inhalt von dem Adventskalender auf jeden Fall gut ist. Wir haben interessante Marken dabei. Die Füllprodukte von Accentra sind auch okay. Es ist halt wirklich ein schöner Weihnachtsduft, ein schönes Weihnachtsdesign, ne? Hätte nicht unbedingt sein müssen, aber ich habe lieber so ein Duschgel für Wert 20 Cent oder so, als ein Scrunchie oder ein Invisibobble Nachmache Haargummigedünsen oder keine Ahnung, ne? Den fünften Duschpuffel oder so, muss ich wirklich ehrlich so aus meiner Warte heraus sagen. Brauchbare Produkte, schöner Adventskalender, sollte man vielleicht eher jemandem schenken, der oder die nicht so Teenager ist. Also wenn man ne, so schon vielleicht erste Falten und sowas hat und darauf achtet, aber ich glaube, das ist klar. Und empfehlenswerter Adventskalender für für Personen, die den Inhalt feiern. So, ich persönlich finde es jetzt nicht so unglaublich, weil ich da jetzt kein Highlight-Produkt für mich persönlich drin gesehen habe, muss ich gestehen, aber trotzdem, ne? Gönnt euch hart. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!